Hallo ihr Lieben, schön, dass du Yoga mit Marleen wieder eingeschaltet hast. Dich erwartet heute eine Yoga-Sequenz, die den Brustkorb öffnet und die Rückenmuskulatur stärkt. Ideal, wenn du wie die meisten von uns sehr viel in einer vorgebeugten Haltung verweilst, um einen Ausgleich dafür zu schaffen, dich wieder mehr aufzurichten, mehr zu strecken, tiefer durchatmen zu können und dich dadurch einfach wieder besser, klarer und frischer zu fühlen. Du brauchst eigentlich nichts, außer für eine Übung wäre super ein Gürtel, ein Seil, ein dünnes Handtuch oder eben ein Yogagurt, muss aber eben nicht genau das sein. Und zum Starten lade ich dich ein, jetzt einen Moment in die Rückenlage zu kommen. Wir bleiben nicht lang. Ich lade dich einfach ein, hier in der Rückenlage die Handflächen nach oben zu drehen, so etwas vom Körper entfernt. Soll im unteren Rücken nicht zwicken, also wenn du das Gefühl hast, hier ist heute etwas enge, dann gerne die Füße hüftgelenksbreit aufstellen, Knie zueinander sinken lassen und dann einfach hier ein paar Mal durchatmen und spüren, wie sich dein Schultergürtel, dein Brustkorb heute anfühlt und wie sich der Atem hier ausdehnen darf. Merke auch für dich, wie es ohne Polster, ohne alles sich in der Rückenlage anfühlt. Wenn du schon sehr verspannt bist hier, kann es auch sein, dass du irgendwie, nein, eher so, diese Richtung da liegst. Das heißt, deine Schultern gar nicht ganz auf der Matte ankommen und du dich eigentlich nur mit einer Unterlage richtig wohlfühlst. So kann oft die Rückenlage schon eine schulteröffnende Position sein. Und einen Ausgleich. Entspann deinen Beckenboden, dein Gesicht und atme noch einmal tief durch. Bevor du jetzt gleich über die Seite hoch zum Sitzen kommst, lass die Füße gerne vor dir aufgestellt, die Fingerspitzen so, wie es in den Schultern jetzt angenehm ist. Sie können zu dir zeigen, zu den Seiten oder nach hinten raus. Für mich ist es wirklich am intensivsten, wenn die Fingerspitzen zu meinem Gesäß zeigen. Das ist so die Variante, für die ich mich heute entscheide. Es kann aber auch sein, dass du hier es in den Handgelenken, in den Schultern angenehm empfindest und diese kreisende Bewegung, die wir gleich einnehmen werden, leichter für dich umsetzen kannst. Das heißt, du stellst die Fingerspitzen ab und dann lässt du dich mal richtig in die Schultern zurücksinken. Das heißt, so in dieser vorgebeugten Haltung nachgeahmt. Und dann lässt du die Schultern nach oben zu den Ohren ziehen und dann von hier nach hinten zueinander und dann drückst du mit den gestreckten Armen fest in die Matte hinein. Beschreibst einen Halbkreis nach vorne und lass dich wieder in den Schultern sinken. Nur mach gern so weiter. Es ist, wenn ich dasselbe hier machen würde, wirklich einen runden, ein Vorschieben, dann ein Zurückschieben und ein Tiefgehen. Das heißt, du bewegst deinen Oberarmknochen und deine Schulterblätter hier maximal. So dieses Rausschieben und Reinschieben, das du vielleicht schon von mir kennst. Und das Bewegen und Rotieren der Schulterblätter, sodass du dir wirklich vorstellst, dass sie vielleicht ein wenig zueinander finden können. Und du wirst wahrscheinlich hier gleich ganz viele Punkte finden, in denen es dehnt. Wenn du sehr verspannt bist, kann das auch direkt sich anstrengend, irgendwie komisch, das kann man es gar nicht richtig beschreiben, anfühlen. Und der Atem fließt ganz tief und frei. Und vielleicht möchtest du mit der Einatmung dabei den Brustkorb heben, zu diesem Raum, der entsteht, nutzen. Und dich mit der Ausatmung in den Schultern sinken lassen. Mit der nächsten Einatmung bleibst du in dieser geöffneten Haltung und streckst die Arme durch. Bringst die Schulterblätter zueinander, weit nach hinten, drückst mit den Handflächen fest in die Matte tief und dann zusätzlich mit den
Beine mit den Füßen in die Matte tief. Du wirst spüren, die Beinrückseite wird aktiv. Das Gesäß wird plötzlich leicht und dann lass das Gesäß ansteigen. Komm in den umgekehrten Tisch. Die Schultern ziehen nach hinten und unten. Das kann jetzt schon gut dehnen. Und das Becken schiebt hoch. Atme hier noch dreimal tief durch. Und merke, sodass diese Öffnung entsteht, indem du eine Kraft nach unten schiebst. Mit den Fußsohlen tief, mit den Handflächen tief. Mehr, die du das erlauben kannst, desto mehr macht jetzt die Körpervorderseite auf. Mehr muss aber nicht unbedingt besser sein. Atme noch einmal tief ein. Und mit der Ausatmung lösen. Es geht heute gerade so darum, dass du vielleicht zu 70% deiner maximalen Dehnung findest. Noch zwei, dreimal hier kreisen. Und dann mit der nächsten Einatmung nochmal direkt die Schultern zurückkreisen und das Becken heben. Tief ein. Und dann ausatmen, tief die Schultern vorkreisen. Einatmen, Brustkorb öffnen, Becken hochschieben. Und ausatmen, Becken tief in die Schultern sinken. Mein allerletztes Mal einatmen, zurückkreisen, Becken heben. Und dann ausatmen, tief. Zwei, drei Kreise. Und es darf jetzt ruhig, es ist nicht warm und anstrengend werden. Komm mit, okay? Da sind wir hier. Und dann von hier richte die auf. Lockere die Arme und komm in die Bauchlage. In der Bauchlage lade ich dich ein, den rechten Arm zur Seite rauszustrecken, den Ellenbogen zu beugen, und zwar so, dass Ellenbogen und Schulter in einer Linie sind. Und das ist wirklich eine Linie oder ein bisschen höher. Du kannst es gerne adaptieren, je nachdem, wie du die Dehnung, und die wird gleich unten hier im Brustmuskel sein, am besten wahrnimmst. Es kann auch sein, dass du lieber so die gestreckte Variante möchtest. Das ist auch möglich, ist in der Regel intensiver. Standardmäßig ist aber gut, mal hier zu beginnen. Und dann von hier, was wir gleich machen, du nimmst die linke Hand, dich auf der anderen Seite abzustützen und dich dann um die eigene Achse herumzudrehen. Und ich zeige es mal auf der anderen Seite, nur dass du so beide Winkel siehst. Es geht hier darum, hier eine sanfte Öffnung zu haben, und dann ist es ganz egal, ob das Becken nur ein Stück aufdreht, ob das Bein, oft ist es so, gerade so als mein Sohn noch so ein paar Monate erst alt war, war das echt für mich so, wo es schon wirklich anstand. Und seitdem ich wieder mehr Zeit für Yoga habe und er auch nicht mehr ganz so pflegeintensiv ist, geht es bei mir auch weiter auf. Also eher hier auch, dass es auch mal sich verändern darf und dass es genauso okay ist. Das heißt, wir bleiben wirklich so bei 70% der Dehnung und du stoppst dort, wo es heute für dich am besten ist. Den Kopf kannst du gerne ablegen. Und dann lade ich dich ein, hier in dieser Drehung mal die Handfläche, den Ellenbogen in die Matte hineinzudrücken. Fester, fester, es soll nirgendwo stechen oder unangenehm drücken, es intensiviert die Dehnung sanft und aktiviert die Muskulatur. Und dann noch so für ein, zwei Atemzüge drücken und dann entspannen mit der Ausatmung. Vielleicht wirst du merken, dass du so einen Tick weiter in die Drehung hineinkommst. Atme noch viermal durch. Und in jeder Ausatmung denkst du dir wirklich loslassen hier. Spür, dass der Muskel sicher ist, dass du dir es erlauben kannst, loszulassen. Unterstreich das auch, indem du wieder Kiefer, Gesicht, Beckenboden entspannst.
Dann komm langsam zurück zur Mitte. Hand, Rücken neben deinem Becken auf der Matte. Der Blick jetzt zu der Seite gedreht, die für dich einladender ist. Die Schultern einfach mal hängen lassen. Nachspüren zu den zwei Seiten. Fühlt sich ziemlich sicher jetzt anders an. Und dann um den Ausgleich zu schaffen auf der anderen Seite. Jetzt stützt die rechte Hand. Die linke Hand findet den Boden, der Ellbogen ist auf Höhe der Schultern oder etwas höher und du drehst dich wieder um die eigene Achse, so weit wie es für dich jetzt möglich ist. Kommst da mal an, merkst du, okay, so wirklich noch nicht die ganze Dehnung ausnutzen, so dass du noch gut atmen kannst, gerade dass du ein bisschen was spürst. Und dann baue auch hier wieder Spannung auf, indem du die Handfläche in die Matte drückst, den Unterarm, den Ellenbogen in die Matte drückst. Die Muskeln werden aktiv, die Dehnung ein Stück weit intensiver. Und dann löse die Spannung und schau, ob du jetzt ein Stück tiefer kommst, ohne an die Grenze deiner Dehnfähigkeit zu gehen. Das wollen wir uns halt gar nicht anschauen, das ist hier nicht notwendig. Das Kiefer entspannt, das Gesicht entspannt. Beckenboden, Bauch, du darfst jetzt alles loslassen. Und dann dreh dich langsam wieder zurück auf den Bauch. Die Hand rücken neben deinem Becken und dreh den Kopf jetzt zur anderen Seite. Und stell die Handflächen unter deine Schultern, kreise auch hier die Schultern noch ein paar Mal, schieb sie hoch Richtung Ohren, von hier hoch zur Decke, spür, wie die Schulterblätter zueinander kommen, kraftvoll, noch aktiver zueinander die Schulterblätter, dann zieh die Schultern nach hinten und unten, bring die Schulterblattspitzen zueinander, Ellenbogen sind eng und von hier wieder tief kreisen. Kannst auch mit der Einatmung hochkreisen, mit der Ausatmung tief und vielleicht zusätzlich mit der Einatmung die Hände nach unten drücken und wie zu Beginn, ich finde so, der Brustkorb steigt dann, wenn man es zulässt im Rücken, schon fast automatisch an. Und das nächste Mal kommst du hoch in eine Babykobra. Schulterblätter ziehen zueinander, Schulterblattspitzen zueinander, Ellenbogen eng. Du drückst in die Matte und ziehst die Tür zu dir heran, so als ob du den Brustkorb noch mehr nach vorne schieben möchtest. Das ist hoffentlich jetzt auch gut anstrengend in den Armen. Das wollen wir. Dafür sind wir hier. Und dann von hier schauen, drück in die Matte, wenn du möchtest. Ellenbogen nochmal anheben. Gegen die Schwerkraft, Ellenbögen heben, Schultern zueinander bringen. Der Blick geht so 30 cm vor dir auf den Boden bzw. die Matte. Nochmal tief ein. Und aus, stell die Hände ab. Übe den Vierfüßlerstand in einen ganz kurzen herabschauenden Hund. Streck da die Arme durch, schieb die Matte nach vorne weg. Es geht jetzt nicht um die richtige Form, sondern einfach dich kurz hier zu bewegen. Macht mehr Sinn, wenn du schon regelmäßig Yoga machst, den herabschauenden Hund genießt. Sonst bist du wahrscheinlich froh, dass wir uns jetzt in der
in der Vorbeuge treffen. Und dann von hier, wenn du dir einen Gurt vorbereitet hast, dann schnapp dir den gerne. Kommst in einen hüftbreiten Stand, nimmst deinen Gurt, Gürtel, dein Handtuch, und zwar hinter deinem Rücken. Und gerade ist es einfach ganz entspannt und wahrscheinlich jetzt zu Beginn ein bisschen weiter als schulterbreit. Und dann lade ich dich ein, für die nächste Übung den Gurt locker zu halten und die Schultern zurückzukreisen. Es wird jetzt ein wenig leichter sein, noch wie eben gerade noch in der Bauchlage. Wir werden aber von hier 3-4 Mal in die Vorbeuge gehen und wieder hochkommen. Und dann wirst du merken, gerade so beim letzten Tiefgehen und wieder hochkommen, dass du Spannung in den Gurt bringen möchtest. Und genau das wollen wir nicht. Das heißt, du streckst jetzt die Arme nach hinten raus, bringst die Schultern zueinander und dann bringst du so eine, lass den Slack, was ist das auf Deutsch, dass der Gurt auf jeden Fall locker hier ist. Du merkst es ein bisschen entspannter, wenn du die Arme zu den Seiten gibst und du brauchst wirklich die Kraft deiner Schultern, um diesen Slack hier hineinzubekommen. Und dann von hier hebt den Brustbein, atme nochmal ein. Und die Schultern zueinander, Bauch zentrieren aus. Und dann lass hier so diese lockere Stelle im Gurt, atme nochmal ein. Und dann mit der Ausatmung Knie gebeugt, Bauch bleibt fest, die Slack im Gurt bleibt und kommst in die Vorbeuge tief. Gut, bleibt locker. Und Knie wieder beugen, die Füße drücken in die Matte und aus dieser Kraft kommst du wieder hoch. Und der Gurt bleibt. Also ich spüre das schon gut. Sonst auf jeden Fall hier nochmal nachjustieren, dass die Hände ein bisschen enger bleiben und du nur so eine leichte, lockere Stelle im Gurt hast, dass du wirklich ehrlich zu dir selbst sein musst und kannst. Und von hier Knie beugen, direkt nochmal tief gehen. Ehrlich zu dir selbst, der Gurt muss locker bleiben, Schultern zueinander, bei mir zittert schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und dann direkt eine letzte Runde. Schulterblätter finden zueinander, du rollst tief. Ganz zum Schluss kannst du gerne Beine und Arme strecken, aber das Leg bleibt im Gurt. Und dann kommst du nochmal hoch und lockerst die Arme. Das braucht jeden Fall ganz viel von den kleinen Muskeln hinten, die die Schulterblätter stützen und dir helfen, in dieser offenen, aufrechten Haltung zu bleiben. Noch eine letzte Übung hier im Stehen und dafür zu Beginn den Gurt gern etwas weiter greifen. Und alles, was wir machen, ist mit der Einatmung die Arme zu heben. Mit der Ausatmung nach vorne tief. Ich habe hier einen relativ kurzen Gurt. Es geht sich gerade noch für mich auf. Einatmung heben. Also gerne etwas, das du so weit greifen kannst, dass du hier wirklich in dieser Bewegung bleiben kannst, ohne dass du das Gefühl hast, es bricht was. Also bleib wirklich bei diesen 70% deiner Dehnung. Und das nächste Mal, wenn du einatmest, hochkommst und du findest den ersten Widerstand, bleibe hier. Brustbein heben mit der Einatmung, Steißbein entspannen in der Ausatmung. Und dann gehst du ein Stück weiter und für mich ist da eine gute Dehnung, bleibe hier in Atemzug. Dort, wo du die nächste gute Dehnung spürst. Und dann geh ein Stück weiter, also für mich waren schon da die intensivsten. Wir gehen an einem Punkt nochmal durch, wenn du was für dich nochmal findest. Und sonst mit der Ausatmung nach vorne, unten tief. Wenn du merkst, es lässt schon nach, du kannst jederzeit gerne enger greifen. Mit der Einatmung wieder hoch. Mit der Ausatmung nach hinten tief, bis so der erste Dehnpunkt kommt. Ja, hier halten. Ist so gut. Zum nächsten Dehnpunkt.
dann tief. Noch eine letzte Runde mit zwei Pausen. Einatmen, hoch. Tief durchatmen. Zum zweiten Punkt. Oh, ich spüre, wie alles jetzt wirklich aufmacht. Ich hoffe, bei dir hilft das auch schon. Und ausatmen von vorne tief. Einatmen, hoch. Ausatmen zur ersten Pause. Zur zweiten Pause. Lösen. Kannst den Gurt jetzt beiseite geben. Und dann lade ich dich von hier ein, über die Seite noch einmal in die Rückenlage zu kommen und zum Abschluss jetzt hier nochmal zu spüren, wie sich deine Schultern anfühlen. Auch hier wieder die Handflächen zeigen nach oben, sind etwas weiter weg von der Hüfte. Nacken lang, Hals lang. Und dann lass ganz bewusst den Kopf, die Schultern schwer in die Matte sinken. Und spüre, wie sich dieser Bereich jetzt anfühlt. Bewusst noch einmal Kiefer und Beckenboden lösen. Gerade wenn wir viel in dieser Schutzhaltung sind und wenn es nicht ein bewusster Schutz ist, sondern einfach die Tatsache, dass wir in dieser runden Position arbeiten, im Sitzen, beim Putzen, bei der Pflege der Kinder, in der Werkstatt, wo auch immer. Lass die Atmung weniger tief sein. Weniger tiefe Atmung bedeutet einfach, dass wir uns mit der Zeit ausgelaugter, weniger frisch fühlen, ganz geschweige davon, dass wir verspannt sind. Und so kann die Rückenlage hier ein wunderbarer Ausgleich sein. Und falls du eben diese Verspannung aufgebaut hast, kann es sein, zu 99,99%, weil es einfach ein natürlicher Effekt ist, dass das Kiefer etwas zusammenbeißt und durch die Verbindung in den Beckenboden auch hier Spannung herrscht, die wir gar nicht brauchen. Und meistens denken wir uns sowas wie, ich bin aber entspannt. Und ich habe für mich oft erlebt, selbst wenn ich glaube, ich bin wie Butter, also man kann so Stück für Stück immer mehr loslassen. Weil der Punkt, an dem wir gewohnt sind, meistens für die meisten von uns immer eine gewisse Grundspannung trägt. Also öffne dich hierfür. Dass nicht nur die Anspannung trainiert und geübt wird, sondern vor allem auch das Loslassen. Und kannst hier gern passieren, du kannst hier gerne länger bleiben, wenn du noch Zeit hast. Oder noch ein anderes Video anschließen. Ich wünsche dir jedenfalls einen guten, aufrechten, offenen, wunderschönen Tag. Danke, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Namaste.